Eigentlich soll ja alles Gute von oben kommen. Doch beim Hauptstadtderby zwischen dem TC Blau-Weiß und dem SCC Berlin war das nicht der Fall. Der Spieltag versprach im Vorhinein Spannung und Aufregung, doch dann kam alles ganz anders. Es waren die Gastgeber, die sich am Ende mit 7:2 durchsetzen konnten, aber bis dahin war es ein langer Weg. Denn eines, das nicht mitspielen wollte, war das Wetter. Es war ein langer Tag, es war etwas seltsames Wetter heute, aber es ist okay. Das passiert manchmal. Wir haben gewonnen. Also sind wir froh darüber. Ja, wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Das ist das Allerwichtigste. Aber nochmal von vorne. 11 Uhr, Spielbeginn in der Waldmeisterstraße Berlin-Grunewald. Die Erwartungen sind groß. Denn mit dem TC Blau-Weiß und dem SCC Berlin stehen sich nicht nur zwei Hauptstadtclubs gegenüber, sondern auch die Spitzenreiter der Tabelle. Beide Teams sind bis dato ungeschlagen. Das wird sich heute ändern. Noch werden alle Einzel auf den Außenplätzen ausgetragen, doch auch das wird sich noch ändern. Noch tröpfelt es nur leicht, doch 5 Minuten später wird es für die Spielerinnen Iwagnenko, Klaassen und Maleköver unmöglich, ihre Partien weiterzuspielen oder überhaupt zu beginnen. 14 Uhr. Der Spielbetrieb wird fortgesetzt, doch der Himmel verheißt nichts Gutes. Nach 15 Minuten regnet es erneut Katzen und Hunde. Man ist halt an draußen gewöhnt, aber dadurch, dass ich eigentlich ganz gerne auch auf schnellen Belegen spiele, war es vielleicht ein kleiner Vorteil, würde ich sagen, für mich. Neuer Belag, neues Spiel und keinerlei Irritation über das Hin und Her. In der Halle absolviert Anna den Rest ihres Einzels. Sie besiegt Janina Braun mit 6:4 und 6:2. Und auch Valentina Iwagnenko macht kurzen Prozess. Im Gegensatz zu Jessica Malikova. Mit der Niederlage gegen Eliza Kostova verpasst sie die vorzeitige Entscheidung des Spieltages. Nun heißt es abhaken und weitermachen. Mit dem Stand von 4:2 geht es zusammen mit Iwagnenko in die Doppel. Und passenderweise hat es nun auch aufgehört zu regnen. Wir sind auch gute Freunde abseits des Courts, deswegen fühlen wir uns dort zusammen sehr wohl. Wir haben auch eine sehr gute Chemie zwischen uns. Wohin noch getrennt in der Halle, nun gemeinsam wieder auf den Außenplätzen, gelingt den beiden der Sieg gegen Eliza Kostova und Luisa Meyer auf der Heide. Doch zuvor hatten Anna und Charlotte Klaassen schon den 5. und entscheidenden Sieg klargemacht. Und auch die 3. Paarung, Mendes-Roska, war erfolgreich. Nach Regenchaos und dem ewigen Hin und Her bleibt ein 7:2-Sieg für Blau-Weiß und damit die Eroberung der Tabelle. Da ist immer noch mal so die Energie ein bisschen anders über den Tag, wenn man die anderen auch super gut kennt. Aber das ist, glaube ich, in der Liga so oder so, dass wir eigentlich alle Teams sehr, sehr gut kennen. Für die Damen des SCC Berlin, die nach 4 Partien ungeschlagen in das Derby gegangen sind, sicherlich nicht das erwünschte Ergebnis. Zu oft waren sie den stärkeren und teils erfahrenen Blau-Weißen unterlegen, sodass nur Eliza Kostova und Helena Buchwald ihre Partien für sich entscheiden konnten. Doch auch wenn sich alle Spielerinnen untereinander sehr gut kennen, gilt: Ich würde sagen, Sieg ist Sieg. Für den einen war es vielleicht noch intensiver heute von den Emotionen, aber für mich war es jetzt, ich würde sagen, ein Sieg wie jeder andere. Als nächstes kommt für die frisch gebackenen Tabellenführerinnen am Freitag erstmal der TTC Bielefeld. Auf die SCClerin wartet der Tennispark Versmold. Und bereits dieser Spieltag hat gezeigt, dass die Damen des TC Blau-Weiß mit ungewöhnlichen Situationen umgehen können. Möglicherweise könnte das auch am Freitag eine Rolle spielen, denn auch da ist fraglich, ob die Matches wieder ins Wasser fallen.